Beim Abseilen möchten wir feste Bestandteile von der Flüssigkeit trennen. Dazu gibt es viele unterschiedliche Möglichkeiten. Beispielsweise den Julep Strainer oder ein Strainer, der oben auf einem Shaker aufliegt. Den gibt es in unterschiedlichen Formen, auch in Farben. Oder aber zum Beispiel den sogenannten Vollspiralen-Strainer. Dieser Strainer wird in den Tin oder in das Glas hineingegeben. Das sind die großen Unterschiede. Warum wir das tun? Wir möchten Flüssigkeit von den festen Bestandteilen trennen. Beispielsweise Eis, Minze, Himbeeren oder auch viele andere. Wir würden jetzt einfach mal zum Beispiel x-beliebige Flüssigkeit nehmen, diese in unseren Tin hineingeben. Das Ganze füllen wir mit extremst viel Eis auf. Und in dem Augenblick, wie wir es auffüllen, bereite ich mir auch direkt das Gästeglas einmal vor, indem wir die Flüssigkeit im Nachgang abseihen. Jetzt schließen wir den Shaker einmal und shaken das Ganze durch. Jetzt hätten wir folgende Möglichkeit, wie gesagt, mit einem Strainer zu arbeiten, den wir oben auffliegen. Hier hätten wir die Situation, dass der Zeigefinger diesen Strainer festhält und so wäre gewährleistet, dass wir Eis von der Flüssigkeit trennen. Ich aber gerne nutze den Vollspiralen-Strainer. Diesen gebe ich nämlich einfach in den Tin ein. Mit meinem Zeigefinger drücke ich den Griff jetzt an den Rand des Shakers und platziere nun den Shaker über das Glas und seile jetzt problemlos ab. Man hat hier die Möglichkeit, die Flüssigkeit auch beispielsweise ganz nach oben zu ziehen und zu cutten. Eine unglaublich ästhetische Art und Weise abzuseilen. Was passiert also, wenn wir Minze, Himbeer, Marmelade shaken? Hier hätten wir feste Bestandteile, die wir auch zurückhalten müssen. Also nehmen wir hier einen Feinstrainer, der sehr fein marschiert ist und platzieren diesen Feinstrainer über das Gästeglas und seien jetzt die Flüssigkeit in den Feinstrainer. Der Feinstrainer hält jetzt alle kleinsten Partikel zurück und wir hier zum Beispiel einfach nur das Eis. Somit gewährleisten wir einen wirklich glatten, sauberen, feinen Drink. Damit das Ganze natürlich auch operativ gut aussieht, nehmen wir den Shaker, platzieren nun den Feinstrainer in den Shaker und gewährleisten auch genau damit einen unglaublichen sauberen Arbeitsplatz, wo wir schnell produzieren können.